ja, hat ein bisschen was von Zelda. Wait, ich hätte auch hier rüber. Oh, okay. Ja, egal. Hauptsache, ich bin hier drauf gekommen. Ich bin übrigens mal gespannt, was da gezeigt werden könnte bei der E3. Ja, wobei die Rubine sind mir irgendwie ein bisschen too much. Die sind irgendwie ein bisschen zu bunt. Komm, egal. Ich mach wieder was anderes. Ah, nehmen wir mal die Kugeln. Mal gucken, wie die Kugeln aussehen. Ich bin mal gespannt, was da auf der E3 gezeigt wird. Ich guck da zwar nicht, weil ehrlich gesagt, ich habe irgendwie keine Lust darauf, mir da größtenteils stundenlang irgendwas reinzuziehen über mehrere Tage hinweg, was dann am Ende eventuell größtenteils eine Zeitverschwendung gewesen war, weil dann vielleicht kaum was dabei gewesen ist, was da mich interessiert. Aber am dritten oder am vierten Tag soll hier so eine Art Nintendo Direct da, glaube ich, gezeigt werden. Und da bin ich mal gespannt, ob die da Dingensbums ob die da Bayonetta 3, Metroid Prime 4 und oder Dingens hier, Breath of the Wild 2 zeigen. Weil ich meine, eine Sache wurde ja schon bereits gezeigt. Elden Ring. Oh, das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Okay. Oh, Level up. Die Kugeln sind auf jeden Fall etwas angenehmer. Was? Achso, ich kann da gar nicht drauf, oder was? Gesagt, Spionbot. Okay, mal eben zwischen zwei Zugwaggons. Ist nicht dein Ernst. Kann auch ein bisschen Rambo-mäßiger hier machen. Ihr seid Zivilisten, hallo. Ihr seid aber keine Zivilisten mehr. Und ich habe keine Muni. Cool, der Spionbot gehört mir. Ich weiß jetzt schon, dass das Bild, was man gerade sehen konnte, sowas von verpixelt war. Und zwar nicht nur wegen meiner Knarre. Hier ist so dermaßen gerade viel am Passieren gewesen. Das wird alles nur noch eine Farbmatsche gewesen sein. Okay, das ist der Bot. Schau sie mal an. Oh, und lass mich raten, wenn ich alle habe, dann krieg ich diese Waffe, wa? Du hast einen Widerstandsbot gefunden. Jeder enthält Geheiminfos, die du dir anhören kannst. Außerdem enthalten sie verschlüsselte Ergebnisse aus der Waffenforschung. Finde sie alle, dann fertigt Mrs. Zurkon dir die ultimative Waffe an. Oh, okay, und was ist das da? Nefarious City. Seit dem Fall von Corazon 5 sind 10 Jahre vergangen und
dieser vollkommene Ort wie ein Blaupickel. Der Imperator versprach Frieden und Ordnung, doch Miss Zircon spürt nur Unterdrückung und geringfügig günstigere Unterhaltungselektronik. Reisen zu anderen Welten wurden stark beschränkt, ebenso Bürgerrechte und öffentliches Meckern. Aber bei all der Ungerechtigkeit, Verzweiflung und abscheulicher Architektur gibt es einen Lichtblick. Der Widerstand wurde dort geboren. Ah ja. Ich kann aber nicht jetzt schon sehen, was das für eine Waffe ist, oder? Du brauchst einen Strahl, der nicht nachlässt. Mit dem Negatron-Beschleuniger kannst du alles durchdringen, was vor dir steht. Legenden erzählen von einer Waffe mit einer Energie, die so mächtig ist, dass sie Feinde mit einem einzigen Tastendruck vernichtet. Und sie heißt der Negatron-Beschleuniger. Durchschieße mehrere Gegner auf einmal oder schränke den Beschleuniger durch die Menge. Die Energie, das Böse zu vernichten, liegt in deiner Hand. Okay, ich bin also Mega Man. Formschnitt-Sprinkler. Weitwinding? Ist das eine Sprinkleranlage, die Laser verschießt oder wieder weit auffüllen? Ah, okay, ich kann meine Munition sogar wieder auffüllen. Das ist ein echtes Schnäppchen. Sagst du? Das war aufrüsten. Wie viele habe ich gerade? Wie, ich habe 16 schon wieder? Wieso habe ich ja wieder 16? Was ist das denn? Ah, Wirkungsbereich. Die Aufrüstung wirst du lieben. Ja, die mag ich jetzt schon. Vorausgesetzt, die Spawn-Rate davon ist gut. Okay, weiter aufleveln geht aber nicht. Aber da steht... Ah, ich schätze mal, das macht dann wohl der Level, ne? Der Waffe. Sprich, nicht so wie in den vorherigen Teilen, dass du quasi an die Waffe wurde immer stärker, hatte, glaube ich, dann eventuell mehr Munition, aber hatte, glaube ich, mehr Schaden gemacht. Hältst du mal die Klappe, Zircon? Hältst du mal die Klappe? Ich bin hier gerade wichtige Dinge am Erzählen, die, glaube ich, nicht so wichtig sind, wie ich gerade denke. Aber ich schätze mal, umso höher das Level ist, umso mehr von diesen Waben werden dann wohl freigeschaltet, wodurch du dann wohl immer stärker die Waffe machen kannst. Schätze ich mal. Müsste ich da mal wieder reingucken, wenn ich die Waffe hier aufgelevelt habe. Halber Schuss aufladen? Okay. Ich finde das cool, dass du, wenn diesem haptischen Feedback oder wie das Ding nochmal heißt... Das, wenn du jetzt zum Beispiel das machst, du kannst zwar weitermachen, aber so wie ich jetzt gerade drücke, ist nur ganz leicht. Und erst wenn ich dann richtig drauf drücke, dann werde ich die Knarre auch abfeuern. Die will ich aber jetzt nicht gar haben. Ich will das da haben. Gab's da nicht noch was? Ja klar, da gab's einen Bolzen. Ja, mit dem Bolzen. Wir wissen, was die Dinger machen. Ist das hier irgendwo? Ja, müsste hier sein. Ist das da oben? Das ist da oben. Wieso ist der da oben? Und wie komme ich da oben hin? Wie komme ich da oben hin? Mit der Schiene? Dazu müsste ich aber... von der Schiene, glaube ich, wieder runterkommen. Aber ich glaube, das geht nicht. Wobei die erstmal die Frage ist, wie komme ich überhaupt auf die Schiene drauf? Kann ich vielleicht hier irgendwie rüberjumpen auf diesen Stand und dann da oben irgendwie hoch? Oder... Nee, ich glaube nicht.
mein... oder? Vielleicht schon? Oh, okay, okay, okay. Fortschritt. Das sieht mir irgendwie nicht so aus, als wenn das so gedacht wäre. Ich glaube, auf diesem... Was ist das hier? Ist das eine Art Schornstein oder was? Ich glaube, da kann ich gar nicht drauf... Ja, super. Schön abgeschmiert. Diese Metallplatten, die da so wie eine Halfpipe gebogen sind. Ich denke die ganze Zeit, da könnte man irgendwas mitmachen. Wobei, wer weiß, vielleicht kann man wirklich irgendwann damit was machen. Irgendwas man... Meine Güte. Vielleicht kann man wirklich irgendwann mal was damit machen. Ah, verdammt, nein, nein, komm ab. Da ist das Geländer kaputt. Das sieht so ein bisschen so aus, als müsste ich dann von da irgendwo herkommen, aber ich weiß immer nicht genau wie. Naja, das geht auch nicht. Wandsprung. Aha. Craggy Bär gefunden. What? What? Was ist das? Irgendein Collectible? Easter Egg? Oder wie oder was? Ich hab keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Wobei könnte ich ja mal eben nachgucken, vorausgesetzt ich kann schnell finden, wo die Erfolge sind. War das da? Nein. Wo sind die Erfolge? Was ist das für ein Erfolg? Ja, finde einen Craggy Bär oder eine Cragger Bär. Was heißt das? Finde alle Cragger Bears. Okay, ja, ist irgendeine Art Sammelobjekt oder so. Aber bestimmt kannst was hier drin ist, ne? Nein, kannst was hier drin ist. Ist also einfach nur für einen Erfolg. Da ist eine Tür. Warte mal. Muss ich theoretisch wirklich von dieser Stange da runter jumpen irgendwie? Wobei, nee, das ist glaube ich eine geschlossene Tür da hinten. Das ist kein Gang. Mit den Bolzen! Ich glaube, ich versuche wieder gerade irgendetwas zu erzwingen, was ich momentan aber gar nicht machen kann. Ja, ich meine, da ist überhaupt gar keine Tür. Und da hinten wird hundertprozentig... Ja, das ist eine verschlossene Tür, genau. Ach, ich könnte aber hier... Ja, ich könnte da, aber ich sollte auch richtig landen, sonst falle ich wie so ein nasser Sack nach unten. Hättest du fast übersehen, ja, sicher doch. Was macht der jetzt? Verbesserte Galerie? Hä? Neue Charakter wurden zur Galerie hinzugefügt. Gegner. Und irgendwelche 0815. NPCs, geheimnisvolle Stoffbären, die in jeder Welt auftauchen. Man sagt, sie strahlen den Optimismus, die Güte und die Kreativität eines gefallenen Helden aus, der von seinen Kameraden vermisst wird. Okay. Ist das dann sowas wie eine Art
So wie aber, wie es ja immer wieder mal vorkommt bei Spielen, wo du dann am Ende in den Credits dann irgendwo siehst, dann quasi in Gedenken an diese und jene Person, weil die vielleicht im Verlaufe der Produktion wegen irgendetwas verstorben sind. Ist das vielleicht dann quasi auch hier, dass das dann quasi so eine Form von, hey, wir haben was im Spiel zurückgelassen, was so ein bisschen in Gedenken an diese Leute ist? Oder vielleicht nicht nur Leute, kann ja auch zum Beispiel Haustier sein. Was ist das eigentlich für eine Plattform da? Ach so, das ist da, wo ich hingehen wollte, genau. Ne? Ich glaube, mehr habe ich gerade hier sowieso nichts zu tun. Aha, das muss die Zugangskonsole sein. Vorzudringen ist illegal. What? Wo kommst du überhaupt her? Ein Boss? Mini-Boss? Oh. Ja, hallo Laser. So viele Kugeln. Guck mal, ja, ohne Laser. Macht das immer so 10%? Hi. Freut mich sehr, dass du die Reise überlebt hast. Ach, das freut dich sehr, deswegen bringst du mich um. Nee, das macht, glaube ich, nur so 5%. Oh, keine Muni. Greift dieser komische Dino auch... Au. Auch den Buster an? Kill mal nicht den Buster hinten. Nein! Da war Raritarium. Wenigstens war es eine Rundtour. Echt jetzt? Wie komme ich an das Zeug daran, was da gerade war? Oder war das jetzt quasi, hey, du bist du warst gerade auf einem anderen Planeten, da kommst du aber so oder so zurück. Wenn dem so ist, dann ist gut. Au, stehe auch noch voll drin. Ja, schönen Dank. Ich bin so deppert und lass mich einfach von allem treffen. Wäre echt nice, wenn ich... Ah, okay, da habe ich es gerade bekommen. Gegen Bosse ist die Knarre nicht gut. Ja, endlich kann ich Glitch an die Zugangskonsole anschließen. Gegen Bosse ist auf jeden Fall diese Waffe nicht gut. Ja, ich glaube generell, Waffen, die jetzt eher AOD-Damage... AOD? AOE-Damage machen, sollte man nicht unbedingt bei Bossen verwenden. Weil die dafür nicht gedacht sind. Warum sieht der so korrumpiert aus? Hi. Du bist wohl Glitch. Ich bin Matchet. Entschuldige das Geholpere von vorhin. Es läuft nicht gerade besonders gut und... Ich glaube, du bist die Einzige, die mir jetzt helfen kann. Danke. Ratchet, ha? Scheint ganz nett zu sein. Ich muss vielleicht ein paar Dateien löschen. Dann ist er absolut bereit. Bereit? Wozu? Glitch kann sich an Wänden und Decken entlang bewegen. Okay. Und ich muss Virusnester zerstören. Oh, Elektrowaffen lassen mich das
Was? Wieso? Hallo? Ach so, das Gesundheit. Die Sperma kommen aus der Kapsel? Nein. Ich muss sie löschen, bevor ich zahlenmäßig unterlegen bin. Ja, löschen ist ein bisschen schwierig bei organischen Viren. Da hilft nur ein Desinfektionsmittel. Oder eine Info. Okay, kleines Minispiel. Du hast's geschafft, Glitch. Warum hört man die aber da nicht? Und los geht's. Oder liegt's daran, weil dieses Gerät, was ich da habe, keine Lautsprecher hat? Für die gesamte Stadt würde nur dieser blöde Dimensionator noch funktionieren. Clank. Echt jetzt? Wozu ein Passwort? Ich bin der Imperator. Ich kann dich auch einfach vernichten. Bring mir diesen Lombard! Das ist ja mal ein tolles Passwort. Weißt du übrigens nicht wieso, aber irgendwie... Dieser weiße Roboter, den man da kurz sehen konnte. Irgendwie erinnert mich das Aussehen an Girr von Invader Sim. Also, dieser Dimensionator wurde gestohlen von Dr. Nefarius und er brachte dich damit hierher? Jetzt musst du nur noch deinen Freund finden, der auch wundersamerweise ein Lombax ist und die Lage retten. Und heimreisen. Du musst mich echt für selten dämlich halten. Pass auf, ich glaube ja, dass es diesen Dr. Nefarius gibt, aber das hier ist eindeutig das Werk des Imperators. Hilfe! Wir angegriffen! Jemand! Mord? Was ist los? Oh je! Gut festhalten! Oh. Pass auf! Was glaubst du, was ich mache? Was war das denn für ein Gesichtsausdruck? Ach, jetzt spiele ich sie. Aber wohin bringst du mich? Eigentlich in mein Versteck. Aber zuerst muss ich meine Freunde in ihrer Gelatoniumfabrik retten. Das sieht echt schick aus. Obwohl ich jetzt gerade nicht so genau weiß, woher die pinken fliegenden Dinger daherkommen. Ich glaube, das sind Pflanzen. Ja, das sind Pflanzen, deren Stiele gerade einfach fehlten. Das sieht echt mega schick aus. Warum zum Geier hast du da Tentakeln vorne? Ist eine Art... Schildkröte? Was war das gerade für ein Gesichtsausdruck von diesem Ding?
Das ist das neue Pockface? Oh! Kann ich dich auch kaputt machen, fliegendes Ding? Wo bist du? Ach was, wie, ich hab aber... Oh, ich hab die Waffen von Ratchet. Was ist das denn da unten? Ach, ich hab eine Schnellauswahl! Oh! Okay. Und kann ich da auch Waffen reinsammeln, wenn ich möchte? Oh! Cool. Wusste ich gar nicht. Ja, das ist eine große Map. Oh, da haben wir schon wieder so eine komische Tentakelkröte. Kann ich dich kaputt machen? Nö. Oh, wo kommt der denn her? What the fuck, was war das denn gerade mit der Kamera? Die flog auch gerade irgendwo ins Nirvana. Suchfüßler. Ich war lange nicht mehr so weit draußen. Jede Menge Sumpfsäure zwischen hier und der Gelatoniumfabrik der Mords. Diese Käfer scheinen kein Problem mit dem sauren Sumpfwasser zu haben. Flitzkäfer, ja. Darum werde ich einen reiten, sobald ich nah genug herankomme. Okay, also Grand Theft Flitzkäfer. Ratchet, hörst du mich? Oh je. Mein Kommunikator muss kaputt sein. Natürlich. Bestimmt sind die Mords in ihrer Gelatoniumfabrik. Ich muss irgendwie durch den Sumpf. Hast du eine neue Waffe? Wow. Letztes Mal sah mein Konto aber anders aus. Oh, das liegt daran, dass ich unseren gemeinsamen Freund in Nefarious City hinzugefügt habe. Okay. Und deswegen wird dein Konto aufgehoben, verbessert. Genau. Hast eine finanzielle Verbesserung bekommen. Oh, Querschläger? Das Teil ist, oh, so heiß. Ich hab das Gefühl, diese Waffe wird nicht so toll sein. Ich helfe gerne, Sweetie. Was macht die Waffe? Habe ich die Waffe ausgerüstet? Ja. Das ist kein Gegner, egal. Das ist eine Waffe. Ich habe eine Sprinkleranlage als Waffe. Was? Wieso das denn?